Hallo Leute, der Rolf Ziller meldet sich zurück aus Ark Survival Evolved und ihr seht, ich bin schon ein bisschen weiter. Ich habe auf einem Server einen netten Kollegen gefunden oder jemanden, den ich kennengelernt habe und wir ergänzen uns ganz gut hier in der Arbeit. Man kommt zu zweit sehr viel schneller voran. Es ist so, dass die XP, die der Kollege macht, ihr auch bekommt, wenn ihr denn in derselben Gilde, beziehungsweise im selben Tribe, nennt man das ja hier, im selben Stamm seid. Und ich habe mir gerade, weil ich wieder ein Level aufgestiegen bin, einen Parasaurus-Sattel gemacht und den Parasaurus hier hatten wir schon gezähmt und jetzt kann ich ihn tatsächlich reiten. Ja, coole Sache. Ich will euch gleich noch mal ganz kurz etwas zeigen zu dem Dinosaurier selbst, wie man mit ihm umgeht, was für Optionen er da hat. Das Crafting und der Rest, den zeige ich euch ein andermal. So, erstmal muss ich jetzt schauen, wie steige ich denn wieder ab. Ich denke, mit E, genau so ist es. So, und das ist halt der Parasaurus. Joffrey heißt er, weil wir Lannister-Gilde sind. Und ihr drückt einfach mal E, haltet das gedrückt. Und dann habt ihr hier Ride. Wenn ihr... Ups. Und dann bin ich wieder aufgestiegen. Das wollte ich nicht. So, was haben wir denn hier? Gedrückt halten, dann habt ihr hier Right, Cycle Aggression to Passive, also ne, das Verhalten wird hier gesteuert. Hier macht er überhaupt nichts, hier greift er an und da läuft er euch hinterher. Hier können wir den auch wieder freilassen, den Namen ändern und das Inventar, beziehungsweise, ja, das können wir mal ganz kurz gucken. Hier ist der Sattel drin und da hat er eine Menge Bären noch, die kann er fressen, wenn er die möchte. Und hier seht ihr seine Statistiken. Health ist in Ordnung. Alles ist okay. Dem geht's echt gut. Mir geht's auch gut. Ich habe ja auch schon ein paar Sachen gecraftet, wie ihr seht. Ich habe die Taschen auch wieder voll. Ja. Ich wollte euch eigentlich nur wissen lassen, es geht hier voran. Und jetzt wird es langsam hell. Ich kann weitermachen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich werde mehr Videos bringen zu Ark Survival Evolved. Ich hoffe, es gefällt euch. Es wird ein paar Tipps und Tricks geben, beziehungsweise einfach Sachen, mit denen ich mich schwer getan habe. Und mit einem Blick auf die headbangenden Palmen verabschiede ich mich hier vom ersten kleinen, was heißt Tutorial, vom ersten kleinen Video auf jeden Fall oder vom nächsten kleinen, von dem, wie ich hoffe, nächsten richtig geilen Open World Survival Dinosaurier Spiel. Wenn es euch gefallen hat und vielleicht ein bisschen geholfen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und ein paar Kommentare, würde mich freuen. Schaut hier wieder vorbei, mehr Videos kommen bestimmt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.